Wissenschaftler sind sprachlos. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Ich fühlt euch gedrückt vom Love Vlog, ich liebe euch. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Wissenschaftler sind sprachlos. Beweis des globalen Bewusstseins. Es geht ums globale Bewusstsein. Ich bin überzeugt davon, dass es so eine Art kollektives Bewusstsein gibt, wo auch jeder einzelne von uns quasi einen Effekt darauf hat. Und deswegen müssen wir auch bewusst werden und bewusste Entscheidungen treffen. Und umso bewusster wir werden, umso besser können wir das Bewusstsein der Erde auch verändern. Aber wir gehen mal rein und gucken mal, was der Multi dazu zu sagen hat. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Los geht's. Global Consciousness Project, Digga. Man hat doch auch mal festgestellt, ich weiß nicht genau, wer, ich glaube, die Vera hat es uns erzählt. Vera F. Birkenbiel hat mal irgendwie so ein Experiment erwähnt. Oder dass die irgendwie messen konnten, wo bei irgendwelchen Ereignissen, wo die ganze Welt partizipiert hat, so, dass das einen Effekt auf das Bewusstsein der Erde hat, so. Und dass du die Vibes spürst. Auch zum Beispiel so einfach Feiertage wie Weihnachten und so. Da liegt doch dieses Familie und dieses Zuhause-Sein, dieses Gemütliche liegt in der Luft so ein bisschen, weißt du? Und es liegt genau daran, weil viele Menschen auf der Erde gerade die gleichen Sachen tun und das gleiche fühlen dabei so. Genauso auch, wenn irgendwelche Katastrophen passieren und so, hat man irgendwo Auswirkungen gemerkt, dass gerade viele Leute beten oder viele Leute gerade irgendwas tun. Und ja, Digga, ich bin überzeugt davon. Hey Leute, in letzter Zeit haben wir uns häufiger mit der Frage des kollektiven Bewusstseins auseinandergesetzt, auch wenn es hierfür unterschiedliche Interpretationen gab, wie zum Beispiel die Akasha-Chronik, das kollektive Unbewusste oder auch die Orgonenergie. Während das alles gut entwickelte Hypothesen sind, die durch Selbsterfahrung bestätigt werden können, sind wir doch im 21. Jahrhundert und haben Möglichkeiten, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Besonders spannend sind hierbei die Forschungsarbeiten des sogenannten Global Consciousness Project, die sich der Aufgabe gewidmet haben, das globale Bewusstsein anhand von Messdaten zu beweisen. Das ist krass. Die Idee ist ebenso simpel wie genial, denn es wurden Der Deus sagt gerade, aber wie soll man Bewusstsein messen? In was? Kilogramm? Hahaha. Nee, Digga, also im Endeffekt, messen bedeutet ja so. Also die haben ja auch festgestellt, zum Beispiel bei diesem Doppelspaltexperiment, dass wenn ein Beobachter da ist, also ein Bewusstsein quasi da ist, dann dass sich die Teilchen anders verhalten. So. Oder auch, wenn man zum Beispiel dieses von diesem einen Chinesen, wie heißt der nochmal, Moto irgendwas, der ja gemessen hat, dass deine Emotionen einen Einfluss auf Wasser haben können und so. So könnte man eventuell so Indikatoren dafür finden einfach, weißt du? Vielleicht strukturiert sich das Wasser anders, wenn das Bewusstsein in der Richtung unterwegs ist oder in der Richtung mäßig, weißt du, wie ich meine? Emoto, genau. Die 50 RNGs aufgebaut. Das sind Random Number Generators. Also mal. Ah ja, das ist. Guck mal, das ist das, was die Birkenbiel auch gesagt hat. Das ist jetzt krass, Bruder. Hört mal genau zu jetzt, es wird jetzt wild. Das wird jetzt wild, Digga. RNGs aufgebaut. Anhand von Messdaten zu beweisen. Die Idee ist ebenso simpel wie genial, denn es wurden weltweit um die 50 RNGs aufgebaut. Das sind Random Number Generators, also Maschinen, die willkürlich die Zahl 1 oder 0 produzieren. Nach einer gewissen Zeit gleichen sich die Zahlen aus und es kommt zu einer 50-50-Aufteilung. Je öfter das Experiment und je länger es durchgeführt wurde, desto eindeutiger ist diese 50%ige Verteilungschance. Diese Forschungsarbeit geht nicht über eine Mathematikaufgabe der 5. Klasse hinaus, doch das Global Consciousness Project machte eine erstaunliche Entdeckung. Je nachdem, wie sich das globale Bewusstsein verändert, desto heftiger sind die signifikanten Umverteilungen. Das ist krass, Digga. Zahlen zwischen 0 und 1. Das wird auf die synchronisierte Emotionalisierung tausend. Achso, wenn irgendwelche krassen
Naturkatastrophen passiert sind oder irgendwelche heftigen Ereignisse, so hat sich die Verteilung auf einmal krass verändert. Oder gar Millionen von Menschen zurückgeführt, wie das beispielsweise bei dramatischen Ereignissen so wie 9/11 oder auch der derzeitigen Pandemie der Fall ist. Diese Indizien veranlassen die Forscher zu glauben, dass es eine sogenannte Noosphäre gibt, also eine nicht-materielle Sphäre des menschlichen Geistes. Dieser Begriff stammt ursprünglich aus dem Kontext der Philosophie, wobei dieser nun durch Geochemiker, Mineralogen, Naturwissenschaftlern und Biogeochemikern weiter erforscht wird. Crazy. Noch interessanter ist, dass diese Noosphäre bereits in allen Kulturen dieser Welt beschrieben wurde, wenn auch nicht bewiesen werden konnte. Das Global Consciousness Project beschäftigt derzeitig rund 100 Forscher und Ingenieure. Die Technologie wurde hierbei in Princeton, der weltbekannten Universität, entwickelt. Seit 1998 werden durch das weltweite Netzwerk Daten gesammelt und ausgewertet. Bedeutende Ereignisse wie Terroranschläge lösen messbare Veränderungen aus, werden darauf... Terroranschläge! ...auf einem zentralen Server in Princeton gespeichert und daraufhin analysiert. Erwähnenswert ist hierbei auch die Vision des Projektes, denn es geht darum, den Menschen klarzumachen, dass bedeutende Ereignisse unsere Bewusstseine und Herzen direkt erreichen, weswegen wir alle miteinander verbunden sind und zusammen für eine bessere Zukunft eintreten sollten. Sollten. Je nachdem, wie das momentane kollektive Bewusstsein gestrickt ist, erscheinen live unterschiedliche Farben, die auf der Webseite einsehbar sind. So spricht man hierbei von dem GCP-Dot. Das ist ein Kreis, der seine Farbe verändert, je nachdem, wie signifikant der Ausschlag der Varianz ist. Erscheint ein blauer Kreis, so besteht signifikant wenig Varianz, sprich es findet eine überaus starke Normalverteilung der 1 und 0 statt, das was der Random Number Generator auch tun sollte. Das weist auf eine hohe Gruppenkohärenz hin, die dieselben Motivation teilen. Verändert der Punkt die Farbe auf Türkis, so entstehen mehr Fluktuationen, der Index liegt nun zwischen 90 und 95%, also geringe Abweichungen der Normalverteilung. Verändert der Punkt die Farbe auf Grün, so weist das auf eine mittlerweile als normal angesehene Abweichung der Normalverteilung hin, die fast durchgängig erscheint. Der Index hier ist relativ weit verteilt, zwischen 40 und 90%. Das ist das normale Gruppenverhalten innerhalb unseres Planeten mit unterschiedlichen Motivationen, Erkenntnissen und Ereignissen, die sich um den Globus herum abspielen. Diese Farbe deutet schon darauf hin, dass unser globales Bewusstsein einen permanenten Einfluss auf die Normalverteilung hat, denn ansonsten wäre der Kreis durchgängig blau. Wechselt nun der Kreis zur gelben Farbe, steigt die Chance zur Fluktuation auf 10-40%, was mathematisch gesehen im Vergleich zu einer Normalverteilung schon sehr unwahrscheinlich ist. Besondere Ereignisse finden also statt. Der orangene Kreis zeigt eine Fluktuation zwischen 5-10%, etwas, das nun kaum mehr realistisch ist mathematisch gesehen und auf eine starke Emotionalisierung in der Bevölkerung hinweist. Jetzt bin ich mal gespannt, der wird bestimmt sagen, was während Corona am Start war oder 9/11, wa? Die letzte und heftigste Farbe des Kreises ist rot, hier ist die Verteilung erheblich gestört, der normale Index wird nur noch mit weniger als 5% abgebildet. Die Zahlen legen offen, dass eine starke Emotionalisierung eines Großteils der Bevölkerung zur Veränderung des globalen Bewusstseins geführt hat. Nun leben wir in einer besonderen Zeit und seit 1998 hat sich viel getan. Besondere Ereignisse haben unsere Welt schneller denn je verändert. Das Global Consciousness Project hat über 513 dieser Ereignisse gemessen und in Echtzeit ausgewertet. Krass. Zeig her jetzt die Liste. All diese Messdaten wurden in zwei Grafiken übereinander gestülpt, mit Ergebnissen, Stülpe den Man, wirklich atemberaubend sind.
In dieser Grafik könnt ihr die Messdaten... So, da sehen wir jetzt alles, Digga, ne? Könnt ihr das nicht lesen? ...der besonderen Ereignisse von 1998 bis 2015 sehen, wobei 513 Ereignisse ausgewertet wurden. Der Z-Score in der Mitte sollte die Normalverteilung aufzeigen. Das Streudiagramm zeigt einige Ausreißer und viele nur leicht verschobene Messpunkte. Während jedes Ereignis für sich nur wenig signifikant ist, so ergibt die Fülle dieser Messdaten das eigentliche Geheimnis. Denn die Chance, dass dieses Diagramm bei einem willkürlichen Zahlengenerator über diese Laufzeit entsteht, liegt bei der Chance von 100 Milliarden zu 1. Krass. Unmöglich, dass dieses Diagramm ohne den Einfluss eines Bewusstseins so hätte entstehen können. Ich hätte jetzt gerne mal gesehen, einfach die Liste so von den Ereignissen und wie die die eingestuft haben. Also wie krass die Veränderung war von den Zahlen, weißt du? Ob das, welche Farbe das war, Bro? Also, ist das der Beweis für ein globales Bewusstsein? Jetzt möchte ich euch noch die zweite Grafik darstellen, die das sogar nochmal toppt. Hierbei geht es um die kumulative Abweichung von der Normalverteilung, die in der Grafik als Chance Expectation dargestellt wird. Die rote Kurve sollte eigentlich ganz unten bei Chance Expectation liegen und immer mal wieder nach oben oder unten ausschlagen. Krass. Das wäre eine realistische Möglichkeit. Über den Zeitraum von 17 Jahren zeigt sich jedoch, dass die Daten signifikant unterschiedlich sind, mit jedem Jahr sogar weiter von dieser Normalverteilung weggehen. Die blaue Kurve mit dem Hinweis P ist gleich 0,05 würde eine 0,05%ige Chance bedeuten, dass diese Abweichung erreicht wird. Das ist schon nahezu unmöglich. Die grüne Kurve wiederum zeigt P ist gleich 0,001, also nochmal unwahrscheinlicher. Die türkisene Kurve zeigt P ist gleich 10 hoch minus 6. Das ist ausgesprochen 0,000001, eine Chance, die nahezu unmöglich ist. Und doch toppt die rote Kurve dies, denn das sind die offiziellen Messdaten des Global Consciousness Project. Die Chance, dass das hätte passieren können, liegt seit dem Stand 2015 bei der Chance von 1 zu 1 Billion. Wow. So signifikant, dass es eigentlich nicht mehr weggedacht werden kann und in Schulen über dieses Phänomen berichtet werden sollte. Immerhin geht... Jedem Mensch sollte das beigebracht werden, dass es ein kollektives Bewusstsein gibt, so. Aber das ist genauso, wie die in den Schulen auch beibringen sollten, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das hängt ja, diese ganzen Themen hängen ja alle miteinander zusammen, so. Es geht am Ende des Tages um Bewusstsein. Zu sehen, was die Wahrheit ist, beziehungsweise bewusstes Sein, so. Aber es wird ja alles dafür getan, dass wir nicht bewusst sind. Was ja auch logisch ist. Wir sollen ja einfach nur irgendwelche Arbeitsmaschinen sein, die im Endeffekt auch nichts hinterfragen und alles so hinnehmen, wie es ist. Wenn du den Kids schon sowas beibringen würdest, was denkst du denn, was mit der Generation dann passieren würde? Die werden bewusster sein. Und dann werden die nicht mehr so leicht kontrollier- und steuerbar sein. Dann werden die sich auch hier und da mal auflehnen und werden sagen, ey, irgendwie diese politischen Entscheidungen, die getroffen werden, so sprechen gegen das, was ich fühle und was ich gelernt habe, so. Deswegen, das muss ja alles schön Hand in Hand gehen, damit das System überhaupt funktioniert. So. Deswegen ist das für mich logisch, dass sowas nicht in der Schule beigebracht wird. Bei Messdaten von der Princeton-Universität, durchgeführt von hunderten Wissenschaftlern über einen Zeitraum von mittlerweile über 20 Jahren, mit unzähligen Forschungsdokumenten, Büchern... Das ist aber krass, dass es von Princeton quasi erforscht wurde, so. Die ja auch zum System gehören im Endeffekt. Aber trotzdem kein Schwanz darüber redet anscheinend, wa? Videos und viel mehr. Noch besser ist, dass all diese Daten sogar öffentlich auf der Webseite einsehbar sind und von jedem Laien in einigen Stunden durchgearbeitet werden können. Wer macht das heutzutage, Bro? Link in der Videobeschreibung. Und doch scheitert es momentan daran, dem Wissenschaftler-Establishment diese Daten vernünftig zu unterbreiten. So sprechen diese teilweise von unsinnigem Datenmüll, dessen Existenz noch nicht bewiesen werden kann. So. So. Oder sie entgegnen, dass nicht klar definiert werden kann, ab wann eine Abweichung signifikant sei. Das ist so easy, Bro. Die haben immer Möglichkeiten, um das zu diffamieren und zu sagen, ey, das ist Müll. Das mag bei einzelnen Ereignissen sogar der Fall sein. Doch eine Abweichung über 17 Jahre
lässt sich... Ja, also die wahren interessanten Sachen hat er jetzt nicht gezeigt, sage ich euch ehrlich so. Also mich hätte jetzt einfach, ich hätte gerne gesehen, wie sich diese Einsen und Nullen, diese Anzahl und diese Gleichheit verändert hat während den krassen Ereignissen und in welchem Spektrum die dann gelegen haben, so, weißt du? 9-11, Covid, diese Sinnflut, nicht Sinnflut, dieser Tsunami, das hätte er zeigen müssen. Meinung nach anders nicht erklären. Ein tieferes Mysterium sei es sogar, dass bei einigen Ereignissen, wie beispielsweise 9-11, die Messdaten schon 2 bis 3 Stunden früher verrückt spielten. Das ist krass, Digga. Siehst du, der hätte sich mal ein bisschen mehr auf diese Messdaten konzentrieren sollen, so. Das hätte mich jetzt interessiert. Guck mal, 2 bis 3 Stunden bevor 9-11 passiert ist, haben die Messdaten sich schon verändert. Das ist crazy, Bro. Daran merkst du, unser Bewusstsein ist auch hyperintelligent, weißt du? Das hat man ja auch gesagt. Unser Herz zum Beispiel kann auch schon Ereignisse, bevor die passieren, quasi fühlen. So. Wir sind halt heftige Wesen. Wir können Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Weißt du? Da gibt es Experimente zu. Und genauso kann es sein, dass die da schon gespürt haben, dass das schon in der Luft lag, dass jetzt gleich irgendwas passieren wird. So. Ein weiteres Indiz, welches wir in vorherigen Videos mit dem kollektiven Bewusstsein schon erforscht haben. Denn Zeit ist auf dieser Ebene relativ. Besondere Ereignisse bahnen sich an und beeinflussen unser Sein, bevor es tatsächlich passiert. Das Phänomen der Präkognition zeigt sich hier sehr eindrücklich, auch in den Messdaten der Princeton University. Jetzt interessiert mich noch eure Meinung. Wie lassen sich diese Messdaten erklären und welche Konsequenzen ergeben? Der Bre Emre sagt, ich habe leider gar nichts verstanden, aber find's sehr interessant. Wie findest du es interessant, wenn du nichts verstehst, Bro? Verstehe ich nicht. Daraus zeigt es, dass wir kollektiv miteinander verbunden sind, dass sich unsere Emotionen gegenseitig auch über Distanz feinstofflich beeinflussen. Ja, das ist Facts, Bro. Da ist für mich gar kein Fragezeichen mehr dran. Zeigt es, dass wir alle miteinander verbunden sind? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Wir sind alle miteinander verbunden und wir sind alle Spiegel voneinander. Und abonniert den Kanal. Oh shit, guck mal hier, Uploads. Die flache Erde-Theorie vor 2 Wochen. Oh shit, sollen wir da so... Wie schaut's aus, Jungs innen, Digga? Sollen wir rein? Die Glocke benachrichtigt euch bei neuen Videos. Bis zum nächsten Video. Und bleibt vorsichtig. Love, Bro. Multi-Rin-Man, Alter. Guter Mann. Gutes Video. Eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Und ja, wir sind alle miteinander verbunden. Deine Entscheidung hat auch einen Einfluss auf das kollektive Bewusstsein und auch auf andere Menschen. Wir können auch andere Menschen fühlen und spüren. Jeder hat es schon mal gehabt, dass er einen guten Freund hatte oder ein Familienmitglied oder so, an den gedacht hat, der hat angerufen. Oder dass irgendwas passiert ist bei deiner Mom oder bei deinen Kindern oder bei deinem Partner oder so und du hast gefühlt, dass irgendwas stimmt nicht, Digga. Ich muss anrufen. Irgendwas passiert gerade. Das haben wir alle schon gemerkt. Deswegen, wir sind alle miteinander verbunden. Und nicht nur mit uns Menschen, sondern auch mit der Natur, mit den Tieren, mit allem. So. Connected in, man, Alter. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. Gang.